Hey ho Leute und herzlich willkommen zu diesem Guide-Video. Und heute habe ich einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Und zwar ist es ein, sagen wir mal, Legendary-Deck. Es ist eher ein Fun-Deck, muss ich sagen, aber es funktioniert. Es funktioniert. Also ich habe mit dem Deck, ich glaube, noch keinen Kampf verloren. Das ist eigentlich ganz witzig. Und das möchte ich auf jeden Fall mal mit euch teilen, da ich daran halt zurzeit sehr viel Spaß habe. Wir gehen das einfach mal durch. Es werden sehr, sehr viele Legendaries sein. Es wird nicht so viel geplante sein. Aber ich habe halt gemerkt, dass die Leute damit irgendwie nicht so wirklich klarkommen. So, wir fangen an mit der gnadenlosen Räuberin. Sie ist halt da, weil sie ein Legendary ist, okay? Also es gibt ein paar Kombinationen, habe ich drin. Aber sie ist halt einfach nur da, weil sie Legendary ist. So. Und glitzert. Dann die Scharfschützenspeerin. Die hat eine sehr wichtige Aufgabe. Und zwar wird sie mit dem Unheilsklippe-Vampir ganz gut zusammenarbeiten, weil damit können wir noch ein paar Kreaturen töten. Und da ich den dreimal im Deck habe, wird das schon ganz praktisch sein, vor allem weil sie auch Prophezeiung hat und ich die Kombination recht häufig ziehe. So, dann gibt es auch noch die Kombination Unheilsklippe-Vampir, falls er auf dem Board ist und ich ziehe die Ella, die Jägerin, dann kann man auch damit eine Kombination machen. Aber klappt eher selten. Gut, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich sehr viele Legendaries drin. Ich brauche Kreaturen, die am Anfang sich so ein bisschen wehren. Und das ist auf jeden Fall Windburg-Magier-Krieger, da er nicht so leicht zu besiegen ist durch seinen Schutzzauber. Dann der Baumhirte. Erstens hat er Wächter und zweitens gibt er uns mehr Magicka und wir wollen ja die großen Brocken aufs Feld bekommen, deswegen ist der ganz wichtig. Der Verehrer ist auch eigentlich nur drin, weil er ja Legendary ist und ja, ab und zu ist das schon ganz praktisch, wenn er so aus dem Nichts kommt und ja, dann so ein bisschen Platz einnimmt, ne? So ein bisschen als Puffer dient, ist es schon ganz nett, aber vielleicht werde ich ihn auch nochmal irgendwie ersetzen. Okay, Dunkler Wächter ist eine affengeile Karte, wie ich finde, für drei Magikern und zwei Fünfer, der Wächter hat und noch bei einer Prophezeiung, wenn die aufploppt beim Gegner, ziehen wir noch eine Karte, finde ich extrem OP. Deswegen feiere ich die Karte und die hat mich schon recht auf den Arsch gerettet, muss ich sagen. Okay, Dwemer-Sphäre, eine neutrale Karte, damit können wir einfach mal die Gegner so ein bisschen fesseln, ist wichtig, wie ich finde. Histhain, um dann noch wieder mehr Magicka zu bekommen. Dann das junge Mammut, weil es einfach für drei Magicka wirklich sehr stark ist. Dann Vertreiben, das ist eine sehr, sehr wichtige Karte, weil es auch Prophezeiung hat. Damit tun wir ihn so ein bisschen ärgern und schicken die Kreaturen immer wieder raus. Und er muss wieder die Magicka opfern, um die Kreaturen wieder aufs Board zu holen. Dann Zermalmender Schlag, um die etwas nervigen Kreaturen loszuwerden im Early Game. Dann Mundstein. So, unsere Legendary, die einfach unseren Kreaturen noch ein bisschen Pfeffer verleiht. Dann Reef, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Jedenfalls ist der für 4 Magicka auch schon mal am Anfang ganz gefährlich, weil der auch noch ein bisschen Damage macht und sich der Schaden immer wieder erhöht. So, Schwarzmarsch-Wache habe ich zweimal ins Deck getan, weil sie dann später, vor allem im späteren Late-Game, dann wirklich nützlich ist, weil sie immer wieder so einen Agonia-Rekruten beschwört. So, Blutdrache, ich wünschte, ich hätte den dreimal, genauso wie der Schwarzmarsch-Wache von der Zungenbrecher. Blutdrache zweimal, dreimal habe ich den sogar, der glittert ja dann auch noch. Okay, dreimal den Blutdrachen, weil er auch unheimlich Kontrolle gibt und damit auch mit seinen 7 Leben doch sehr schwer zu besiegen ist. Okay, dann haben wir hier den Wabajak. Damit verwandeln wir eine Kreatur in eine zufällige Kreatur, falls uns eine nicht mehr passt oder zu wenig Leben hat. So, Godwalk Groen Nagorn. Eine meiner Lieblingskarten, weil ich finde ihn ziemlich cool. Vor allem, weil er, wenn ich mit meinem Zug dran bin, eine Kreatur beschwört aus meinem Deck. Einfach mal so und das macht schon echt viel Spaß. So, Kugel von Fermina. Bei Aktivierung ziehe ein Exemplar einer zufälligen Karte aus dem Deck deines Gegners. Ja, dann ziehen wir halt ein bisschen was nach. Vielleicht ist da auch was Nützliches dabei. Ich hab's ja mal mit rein. Okay, Goldbrand. Perfekte Karte. Können wir noch ein bisschen mehr Kontrolle ausüben, vor allem später dann. Nahaglief.
Wächter und kann nicht von Aktionen ins Ziel, als Ziel genommen werden, doch unheimlich, unheimlich praktisch. Okay, wachsamer Riese, dann ziehen wir halt noch eine Karte nach und haben ja eine ziemliche Mauer. Blutmagie-Fürst habe ich auch noch mit reingemacht, um noch so eine Zauber nachzuziehen, die doch immer sehr, sehr stark sind. Okay, Fürst der dunklen Krallen, der kam sehr oft bei mir in letzter Zeit zum Einsatz. Da ich gegen Late Game immer recht wenig Leben hatte, hat er mir wieder alles zurückgegeben, vor allem mit Kombination mit Dremora Marcunas, weil er die Macht und das Leben von ihm einfach mal verdoppelt hat und dadurch hat er eiskalt 16 Angriff gehabt und dann habe ich auch 16 Leben zurückbekommen. Dadurch war ich doch sehr schwer zu besiegen. Okay, Eisenatronach könnte ich auch zweimal reintun, aber einmal reicht er auch aus. Der hat einfach alles. Der kann einstecken, austeilen. Der ist einfach echt nicht aufzuhalten. Von daher gehört er auf jeden Fall ins Deck. In glitzernd. Okay, und Odaweng. Auch in glitzernd. Da bin ich stolz. Das sind coole Karten. Genau. Das soll das Deck sein. 50 Karten an der Zahl. Ihr seht ganz viele Legendaries. Okay, ihr wollt natürlich wissen, ob das auch funktioniert. Finden wir es gemeinsam heraus. Okidoki. Stürzen wir uns mal ins Gefecht. Also wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten, je nachdem, was wir halt natürlich ziehen. Aber wir sind im Late Game deutlich, deutlich stärker. Deswegen versuche ich jetzt erstmal die Kreaturen ein bisschen auf Abstand zu halten. So, okay. Leider können wir gerade noch nichts machen, aber den Baumhirten habe ich wenigstens schon mal auf der Hand. Das ist praktisch und den zermalmenden Schlag, damit ich die etwas nervigeren Kreaturen loswerde. Okay, Scharfschützensperrin. Das sieht eigentlich als Anfangshand ganz gut aus. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist halt einfach, dass du die ganzen großen Legendaries am Anfang ziehst. Ab und zu mal passiert es vielleicht. Aber dann müsstest du schon echt sehr, sehr viel Pech haben. So, das Gute ist, in der nächsten Runde können wir schon den Blutdrachen spielen. Und dann darf er da mit ihm schon mal spielen. Das wird nicht so leicht. So, Blutdrache, gib ihm. So, in der nächsten Runde ist dann Gortvok Gro Nagorm dran. So, ab jetzt wird er mit den Legendaries schon ganz gut zu tun haben. Diese hier bietet etwas Leckeres. Das war jetzt natürlich sehr, sehr viel Pech. Sehr, sehr viel Pech. Okay. Den spiele ich erstmal rechts, damit er auf jeden Fall überlebt. Das Krasse ist natürlich, dass auch ein Eisenatronach natürlich von ihm beschworen werden kann. Aber die Chance, dass wir halt eben eine Legendary gratis aufs Feld bekommen, ist halt sehr hoch. Nachaklief. Den kann ich gleich direkt mal links spielen. Oh, leck mich. Oh, Mann. Immer wenn es richtig gut läuft, kommt irgendjemand mit so einem Dreck um die Ecke. Oh Mann, ey. Das ist so nervig. So, take this, Penner. Ab jetzt werden wir ihn überrollen. Ich war halt so gespannt, was jetzt für eine Legendary aufs Feld kommt. Das wäre so cool gewesen. Mutter des Schlamms. Wenn ich falle, holt mich der Esel. Das ist schlecht. Aber den können wir mit zermalmenden Schlag aus dem Weg räumen. So, machen wir erstmal das hier, dann machen wir das hier.
dann, bevor er damit noch irgendwelche Sachen macht, machen wir so. Okay. So, jetzt wird's interessant. Deal with that, mein Freund. So, jetzt produziert sie nämlich am laufenden Band diese Agonia und wird damit sicherlich nicht mehr aufhören. Cool wäre es natürlich, wenn wir noch diesen, wie heißt das nochmal, das, was die ganzen Schlüsselwörter verteilt, das wäre halt bei der Karte sehr, sehr praktisch jetzt. Okay, useless. Ja, absolut useless. Ich glaube, ich nehme die raus. Die ist echt zu useless. Okay. Wir müssen es auf der Seite auf jeden Fall verteidigen. Ich gehe mit dem Agonia hier erstmal rein. Und dann so ist hier. Ins Gesicht gehe ich noch nicht. Ich will das Board erstmal so ein bisschen aggressiver bekommen. Auch wenn es jetzt schon sehr aggressiv ist. Aber ich meine, Nahaglyph ist schon fast tot. Der macht es auch nicht mehr lang. Oh oh. Ich weiß schon, wer stirbt. Aber unser Leben sieht nicht mehr so toll aus. Da müssen wir jetzt aufpassen. Okay. Erstmal killen wir den Man. Dann killen wir die Braut. Okay. Wächter for the win, ha? Mit Goldbrand kann ich jetzt gerade gar nichts anfangen. Das wäre in der nächsten Runde ganz cool. Vor allem, weil der damit ja noch gar nicht durchkommt mit seinen Kreaturen. Deswegen würde ich gerne den hier fesseln, weil er dann nur noch zwei Leben hat und ich ihn mit Goldbrand fertig machen kann. Die Dwemer-Sphäre spare ich mir noch auf, vielleicht kommt damit irgendwas Gefährliches um die Ecke. Was machst du nun? So war's also. Ist kein Problem. Jetzt kommt ein würdiger Ersatz. Okay, Mundusstein. So, erstmal Goldbrand. Machen wir so. Dann machen wir es. So. Und spielen die hier noch aus, dann stirbt er nicht so schnell. Weil wenn er den töten würde, dann könnten wir da nochmal reingehen. Die können wir auch noch spielen. Die ist sowieso useless. Auch wenn er jetzt ins Gesicht geht, habe ich gar kein so großes Problem damit. Ich würde dann ja nochmal eine Karte ziehen. Vielleicht ist das was mit Entzug.
Oder sowas. Ist auch nicht schlecht. Vor allem, wenn der Eisenatronach auf dem Feld ist, dann macht er nicht mehr viel. Vor allem, weil er auch regenerieren hat. Das ist sehr, sehr praktisch. Diese hier bietet etwas Leckeres. Aber er hat sehr viel tödlich Gedöns. Das ist nervig. Soll ich eure Waffen putzen? Tada! Vielleicht eine Nackenmassage. So. So. Machen wir den erstmal weg. Er geht mir noch nicht auf den Sack. Und das hier. Okay. Dann wird's mal Zeit. Wir machen jetzt schon mal ein bisschen Schaden. Obwohl. Wir könnten jetzt 5 Schaden machen. Das wäre gar nicht so schlecht. Er zieht halt jetzt eine Karte noch nach, aber das ist in Ordnung. Weil jetzt könnten wir Damage machen, wenn er den nicht aufhalten kann. Sogar sehr, sehr viel Damage. Wir haben jetzt noch Control. Können jetzt noch 6 Schaden an irgendwelche Kreaturen verteilen. Können mit der Dwemer-Sphäre noch irgendwelche Kreaturen fesseln und haben dann noch den Unheil-Clipper-Vampir. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Was er machen könnte, ist natürlich, wenn er jetzt zufälligerweise irgendeine Sturmangriff-Kreatur mit Gift hat, dann wäre er ziemlich schnell kapeister. Eine dumme Karte. Okay, dann hat er sowas hier. Das hier ist aber sehr, sehr leicht loszuwerden. Machen wir mal so. Machen wir mal so, weil wir wollen ja auch nicht überrannt werden. Dann gehen wir erstmal schön knackig ins Gesicht. Oder wir könnten noch warten, bis wir einen Finisher machen können. Er würde nämlich sehr, sehr viele Karten ziehen jetzt. Wir machen das mal. Bam. So, jetzt hat er die Hand wieder voll. Aber davon lassen wir uns mal nicht entmutigen. Genau, erstmal Mundusstein. Und jetzt den Fürsten. Der hat auch nochmal Wächter, okay. So, jetzt hat er auf der Seite schon mal ziemlich krasse Viecher. Da wird er es jetzt schwer haben, durchzukommen. Dann los. Meine Zeit ist kostbar. Was haben wir denn hier? Könnte jetzt natürlich noch sehr, sehr gefährlich werden. Nein! Ich verbeuge mich vor euren. Die Legendaries haben es gemacht. Cool. Cool, cool, cool. So will ich das sehen. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Match. Okay, Leute, das letzte Match haben wir ziemlich gut gewonnen. Ich hoffe mal, dass die Karten uns diesmal auch wieder so hold sind. Wabberjack. Nee. Und Dwemer-Sphäre behalten wir auf jeden Fall. Perfekt. Gute Aussichten auf Erfolg. So. Mal gucken. Zum Gruße, Bürger. Es gibt einen Plan.
Es gibt immer einen Plan. Ehre sei mit euch. Also, den hier könnten wir eigentlich schon mal raushauen. Kann er uns keinen Schaden machen, kommt an ihm nicht vorbei. Das wäre schon mal nicht schlecht. Kann ich da direkt mal reingehen? So, bauen wir mal so ein bisschen Verteidigung auf. Ich hoffe mal, der macht so ein bisschen Action, weil sonst muss ich ins Gesicht gehen. Und das ist dann schon sehr nervig, weil ich will eigentlich jetzt nicht ins Gesicht gehen. Aber ich muss wahrscheinlich ins Gesicht gehen. Irgendwie nervig. Aber gut. Dann machen wir das halt mal. Machen wir es mal so. Geh noch nicht ins Gesicht, sonst hat er mir zu viele Karten. Und einem Control Deck Karten zu geben, ich weiß nicht. Es gibt immer einen Plan. Aber jetzt können wir 10 Schaden machen und den werden wir jetzt auch machen. Weil das wäre schon ziemlich Verschwendung. Ich werde den Hist beschützen. Ah, okay. Den Schaden können wir gar nicht machen. Ich kann den aber ganz leicht loswerden, indem wir einfach mal den Unheilklipper-Vampir spielen und dann mal hier so reingehen. Okay. Gehen wir mal mit beiden rein. Das ist kein Problem. Die Leben ziehen wir ihm noch ab. So, er wird sich jetzt absolut verteidigen müssen. Aber an dem jungen Mammut kommt er sowieso nicht vorbei. Wir können dann von hier aus mit der Scharfschützenspeerin steuern und die gefährlichen Sachen loswerden. Falls er jetzt vorhat, irgendwie irgendwas Gefährliches zu spielen. Und darauf ist ja eigentlich sein Deck ausgelegt. Und falls er den doch wegbekommt, können wir den immer noch fesseln oder vertreiben. So, jetzt überlegt er. Jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Ist auch jetzt echt, echt schwer für ihn. Oh Menno, der Verehrer. Wenn wir mal Mana übrig haben, dann hau ich den mal raus. Wäre halt cool, wenn ich noch irgendwas im Deck hätte, was ihn verstärkt. Dann wäre er auch vielleicht mal nützlich. Okay, da konnte sich scheinbar nicht entscheiden. Okay, machen wir erstmal sowas hier, dann sowas hier, dann gehen wir hier rein und zack. So. Neuverbindung des Gegners, na super. Wahrscheinlich spielt er übers Handy. Ach komm schon. Ich muss die Aufnahme sonst nochmal machen, weil die unverdient ist. Und ich habe so gut gespielt. Mein Kampf ist beendet. Das war scheiße.
Aber ihr habt gesehen, auch so kann es gehen. Dann werden wir natürlich jetzt noch ein Match machen. Zweimal Blutdrache gleich zu Anfang. Klingt doch gut. Oh nein. Dann hätte ich doch lieber den anderen Vampir behalten. Ja, aber ich dachte, vielleicht kriege ich jetzt noch irgendwas fürs Early Game. Das wäre cool gewesen. Zum Gruße, Bürger. Aber okay, jetzt sehen wir wenigstens, wie es halt ist, wenn der größte Teil unserer Handkarten halt eher aus größeren Kreaturen besteht. Aber wir können das junge Mammut wenigstens spielen, das ist schon sehr stark. Er kann zum Glück auch nichts tun. Aber wenn ich erstmal einen Blutdrachen auf dem Feld habe, dann läuft die Sache. So. Erstmal das junge Mammut. In der nächsten Runde können wir dann den Schwertmeister spielen. Und dann haben wir eigentlich eine ganz gute Kurve. So. Machen wir mal so. Den können wir ganz leicht loswerden mit ihm. Ich hätte natürlich auch den dunklen Wächter spielen können, aber nö. Wenn er halt jetzt noch ein bisschen Schaden macht, ist es okay. Ich werde jetzt erstmal den Blutdrachen spielen und kann dann die sowieso loswerden. Und mit denen hat er sowieso noch nicht genug Power, um ihn zu töten. Aber er wird ihm die Power bestimmt gleich geben. Machen wir das mal so. Ich versuche erstmal die Kontrolle zu halten. Den wollt ihr natürlich unbedingt loswerden, ganz klar. So. Räumen wir erstmal hier ein paar Sachen vom Feld. Erstmal den hier. Der macht mir hier zu viele Sachen. Und der Baumhirte wäre nicht schlecht. Dann hätten wir schon mal 7 in der nächsten 8 und könnten den dunklen Fürsten spielen. Das wäre schon ganz cool. Hier könnten wir eigentlich genauso gut ins Gesicht gehen. Der hat jetzt sowieso genug Karten. Oder wir bauen einfach mal etwas mehr Bedrohung auf. Finde ich besser. Machen wir es so. Jetzt hat er nämlich 2 Drachen, mit denen, um die er sich kümmern muss, mit 6 Magiker. Vernichte eine Kreatur mit 4 oder mehr Macht. Na super. Okay, was macht der Typ? Wächter, Beschwörung +1/+1, wenn du eine weitere verbündete Kreatur mit Wächter hast. Okay, den können wir auf jeden Fall loswerden. Können wir hier weiter ins Gesicht gehen?
können wir uns einmal hier verteidigen. Und einmal hier. In der nächsten Runde können wir dann den Fürsten spielen. Aber er wird sicherlich irgendwie irgendwas machen können. Er hat genug Karten und mittlerweile auch fast genug Mana dafür. Okay, so langsam kriegt er meine Kreaturen weg. Aber mal gucken, ob ihm noch irgendwie irgendwas übrig geblieben ist für den Fürsten. Fangen wir also an. Wir könnten uns auch hier verteidigen mit dem wachsamen Riesen, aber nein. Wir machen sowas hier. Das ist viel, viel cooler. Es macht schon Spaß, dem Gegner ständig irgendwelche Legendaries vors Gesicht zu knallen. Vor allem, wenn er uns noch ein paar Karten gibt, ist auch ganz cool. Okay, die hätte ich vielleicht nicht überleben lassen dürfen. Aber die kann ich jetzt entweder fesseln oder vertreiben. Wobei vertreiben wahrscheinlich das cleverste wäre. Machen wir mal alles zunichte. Machen wir mal so. Plop. Holen uns wieder Leben zurück. Und spielen Nahaglyph. Verteidigen uns da mal. In zwei Runden können wir uns dann brutal verteidigen. Und in der nächsten Runde können wir uns eigentlich normal verteidigen. Das ist schon ganz cool. Auch wenn er jetzt so viele Karten hat, der wird jetzt kämpfen. Die zwei Brocken hier loszuwerden, ist schon heftig. Vor allem, wenn er den nicht aufhält, dann bekomme ich halt immer mehr und mehr Leben. Und an dem kommt er halt kaum vorbei. Außer, ja, den wird er dafür einsetzen. Und den will er dann halt eben frontal bekämpfen. Ist ja klar. Das werde ich aber nicht zulassen. Ich werde ihn fesseln. Den Hund. Das hätte er vielleicht vorher mal spielen sollen. Okay. Wir gehen hier erstmal ins Gesicht. Fesseln diesen Dude. Damit muss er dann mit ihr reingehen. Und wir spielen den wachsamen Riesen. Ich meine, 20 Leben wird schwer mit einem Zug zu vernichten. Jetzt haut er halt raus, ne? Fangen wir also an. Wenn er an ihm sowieso nicht vorbeikommt, ja, kommt schon. Also das ist ja kein Ding jetzt. Könnte jetzt vielleicht sogar noch gefährlich werden. Oh Mann. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal verteidigen. Noch ist der Ancano gefährlicher. Deswegen spiele ich erstmal den Eisenatronachen links.
und guck mal, ob er an ihm vorbeikommt. Ein mächtiger Schlag. Der hat so viele Aktionen. Da ist bestimmt irgendwie irgendwas dabei. Aber der bräuchte schon Gift, um ihn loszuwerden. Meine Feinde haben mich gut gelehrt. Ja, die kommt zu spät, mein Freund. Das ist halt schon echt krass. Also die Kombination, die hat mich einmal überrascht. Ganz am Anfang. Das war ein Fehler. Viel mehr kannst du nicht mehr machen, Dude. Ein feiner Kampf. Davon gibt es noch mehr. Wir werden uns darum kümmern. Ein mächtiger Jawohl, Moment, das müssen wir ganz schnell spielen, bevor er aufgibt. So, machen wir so. Bam. Schon hat er 24. Bam! Okay, Leute, Legendary Deck for the win. Ihr seht, das kann auf jeden Fall funktionieren mit ein bisschen Strategie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, auf Wiedersehen.